So, wir wollen nach Deja. Wie kommen wir am schnellsten hin? Wahrscheinlich mit ihr, hm? Irassia nach Norden? War, glaube ich, Deja. Und wir sollten uns auf der Kutschfahrt schön ausruhen, denn die meisten Mädels sind noch ein wenig verängstigt. Ja, ängstlich. Ah, wir haben jetzt schon genug Erfahrungspunkte zum Aufsteigen. Aber das müssten wir auf jeden Fall oben im Himmel machen. Ihr wollt ausgebildet werden. Weil hier klappt das nicht mehr. Und was zum Verkaufen? Können wir das wirklich brauchen? Haben wir auch nicht wirklich. Gut, aber das können wir mal schnell loswerden. Ja, das war's schon. Doch. Was? Vielleicht neue Hufeisen? Nö, immer noch kein Jahr rum. Okay. Hallo, ihr wollt raus. Deja, das klingt doch gut. Und sofort sind alle im Gefahrenmodus. Weil wir gewarnt wurden, wenn wir unseren Fuß nach Deja setzen, werden wir nicht sicher sein. Deswegen werden wir jetzt von den Koblenz angegriffen. Und ich glaube, ich habe eben aus Versehen einen friedlichen Koblenz angegriffen. Also nicht diese Wachen hier, sondern die Zivilisten. Ups. Wo ich aber eigentlich hin wollte, war hier, hier und da. Ne, da oben wird nichts sein. Aber hier die dunklen Flecken aufdecken. Aber wir suchen einen Kerker, wo eine holde Maid feststecken könnte. Brauchen wir nicht. Ich sagte, brauchen wir nicht. Fliegen wollen wir. Und Schutz vor Magie wollen wir. Und höher fliegen. So, sehr schön. Also, nordöstlich bis südwestlich einfach mal alles abdecken, ob irgendwo verdächtige Gebäude stehen. Hier ist irgendwo eine einzelne Habie. Wir brauchen das Gold. 10 Goldmünzen. Okay, Notiz an selbst, keine Habie plündern, das lohnt nicht. Was haben wir hier? Ein bisschen Kleinkram auf dem Boden. Die Kiste hatten wir schon, ne? Ganz links und rechts von der Wüste. Ja, da waren die Golem-Teile drin. Und ist alle. Okay. Hoch. Karte sagt, wir sind genau dahin geflogen, wo wir vorher auch schon waren. ja. Also schnurstracks nach Süden. Hier so auf dem Hügel drauf würde sich so eine diabolische Festung mit einer holden Maid auch ganz gut machen. Warum kann ich da nicht hochfliegen? Das ist komisch. Also, ja, auf dieser Höhe kann ich nicht mehr nach oben abheben zum Fliegen. Oh gut, wir können ja auch so hochklettern. Ein Schrein. Plus 10 Geist, Erde und andere Resistenzen. Körper. Permanent. Das ist sehr schön. Hat sich auf jeden Fall schon mal allein hierfür gelohnt. Das tut irgendwie Fehlerfall. Heilen. Das ist eine böse Kombination. Nicht fliegen können und dann so eine garstigen Fallschäden hier einbauen. Aber wir wollen weiter. Also die Ecke war schon mal ganz praktisch wie im Altar. Jetzt wollen wir nach Norden bis zur Wüste. Dann West und Südwest. Also Norden bis zur Wüste. Wobei hier noch eine Taverne ist, ne? Die ganzen Arkomate-Spiele sind langsam auch dran. Wodurch wir auch so ein bisschen Gold nebenbei verdienen könnten. Was also gar nicht so eine schlechte Idee ist. Aber muss ich bei Zeiten gucken. Erstmal will ich jetzt die holde Maid retten. Ein paar mehr Harpien. Lasst uns mal kaputt. Da dürfte keiner rankommen. Es muss sehr interessant aussehen, wie wir mitten in der Luft schweben und unsere magischen Geschosse von uns schleudern. Und überall nur Harpien vom Himmel fallen.
So. Ja, es sind nur 10 Goldmünzen, aber inzwischen sind es ein paar mehr Leichen. Und ich glaube, die Königin bringt ein bisschen mehr, oder? Ah, 35. Ja, nee, wir brauchen wirklich einen Kerker, wo wir einigermaßen Gegner haben, die auch was bringen. Oder die nicht Harpien, sondern Weibern zum Beispiel in Effli. Die waren auch ganz schick, was Geld angeht. Von den Titanen in der Titanenburg ganz zu schweigen, aber das wird immer noch eine Weile hin sein, denke ich. Oh, Geld auf dem Boden, sehr schön. Noch irgendwo Geld auf dem Boden? Also ein bisschen schwer zu erkennen. Erz ist schon mal ein guter Anfang. Noch mehr Erz. Das sind doofe Reagenz. Und wir wollten eigentlich nach Westen. Komm, abheben. Von der Luft auch ein bisschen runterlinsen, ob irgendwo was funkelt und sonst weiter. So, was sagt die Karte? Hier ist nicht wirklich was, bleibt nur noch da unten links. Oh, das meinte ich gar nicht. Und noch ein O. Also drei O's. Das eine O, was ich sagen wollte, hier drin war ein Bösewicht, der uns ausbilden wollte. Vielleicht müssen wir jetzt ja da rein, um da die Prinzessin zu befreien. Dann habe ich allerdings das Ding da gesehen, was doch irgendwie böser aussieht und kitschiger. Deswegen werden wir da zuerst reingucken. Und O Nummer 3, Charisma-Wettbewerb. Plus 5 Fähigkeitspunkte. Lasst uns mal einen. Haben wir denn Charisma-Equipment, was hoch genug ist? Intellekt und Charisma. Charisma plus 16, das könnte schon was bringen. Hält sich in Grenzen eigentlich, was Charisma-Ausrüstung angeht bei ihr? Also allgemein bei plus 10 Stärke und Charisma. Okay, das heißt, du gibst jetzt mal den Ring an sie, wodurch sie hoffentlich auch genug Charisma hat. Ja, gewinnt. Sehr gut. Dann kommt der Ring und die Schuhe. Hast du noch irgendwas? Charisma plus 6. Nee, die anderen sind besser. Charisma plus 11. So, unser Charisma-Set nimmt Form an. Sie braucht unbedingt ein besseres Schild. Ja, so, das Zeug bekommt jetzt auch Talana. Und dann gucken wir mal, ob wir Talana charismatisch genug bekommen. Du hattest noch Platz für einen Ring? Oh, hatten wir bei ihr ausgemistet? Na gut, Charisma? Nö, du bist nicht charismatisch genug. So war das, glaube ich. Nee. Das war genau andersrum. Und einen Ring hätten wir noch gerne. Das heißt, ich versuche mir zu merken, Gerugon und Talana müssen hier noch weitermachen. Damit wir später möglichst viele Fähigkeitspunkte bekommen. Zauberpunkte sehen ein wenig mau aus. Aber Gegner sind auch gleich alle tot, das passt. Vor allem diese ganz normalen Harpien können wir aber niederprügeln. Die da. So. Die zwei, drei müssen noch sterben, dann schlafen wir erstmal. Dann buffen wir uns richtig hoch und betreten diese Festung des Bösen, um die Maid in Not zu... Ah, Goblins. Ich denke aber, dass andere Sachen als Goblins da drin sind, sonst wäre das doch ein wenig albern. Aber eine nette Abwechslung. Einfach mal so ein Schloss zu finden mit Gegnern, die ganz einfach sind. Wäre ich nicht drauf gekommen als Spielentwickler. Ruhen. Wir hätten gerne Schutz vor Wasser. Wir hätten gerne Schild. Wir hätten gerne das da. Wir hätten gerne Schutz vor Feuer, haben wir noch nicht. Wir hätten gerne Schutz vor Luft. Wir hätten gerne Segen. Wir hätten gerne Waha. Wir hätten gerne Bewahrung. Heldentum. Steinhaut.
Und bei ihr würde ich gerne von Blitzstrahl auf Implosion wechseln. 1 bis 8. 10 plus 1 bis 10. Sehr, okay. Sehr mächtig. Rein da. Wachturm Nummer 6. Wachturm Nummer 6 ist der letzte von vielen Wachtürmen, die einst die Grenzen von Deja bewachten. Hier steht er, von Kämpfen gezeichnet, aber immer noch stolz und sicher. Zeit für einen Kampf. Ist ein guter Ort für eine Prinzessin. Also, um eine Prinzessin gefangen zu halten. Die kennen wir ja auch schon. Die können sehr garstig sein. Was schade. Wo kam das denn her? Fackellicht. Da oben kam das her. Weil diese Ping-Pong-Eigenschaft von den Giftwolken da ist ziemlich garstig. Hier sind überall so eine Schächte runter. Ich mag keine Fahrstühle. Da könnten wir irgendwo auf einer Plattform auftauchen, wo ganz viele Gegner stehen. Ja. Au. Zaubern. Implosion auf Lich. Zaubern Heilung Talana. Zaubern Eile. Eine Heilung brauchen wir auf jeden Fall für Talana. Und Fahrstuhl. Ja, das ist hier ziemlich happig. ziemlich happig. Ich glaube, das ist erstmal nichts für uns. Schlafen. Länger schlafen. Und fliegen. Also wenn es das... Und wir können ja gar nicht hochfliegen. Wenn es das ist, was ich denke, dass es ist, dass hier wirklich die Prinzessin drin ist, dann müssen wir uns besser vorbereiten. Also wir bräuchten den Gruppenheilzauber wahrscheinlich. Der wird sehr viel ausmachen. Wir bräuchten Tag des Schutzes und den anderen Lichtzauber, um mehr Buffs zu haben, die auch mehr bringen. Und vielleicht noch ein, zwei Level. Das heißt, die Burg ist für später. Das heißt, wir gucken jetzt zu dem einen Bösewicht. Und hoffen, dass da vielleicht irgendwo die Prinzessin ist. Alternativ haben wir... Das ist das Charisma-Ding, oder? Ja, ich glaube schon. Alternativ haben wir noch jede Menge Lehrer, die wir besuchen könnten. Oder dieses Cranks Labor oder Klangs Labor bei den Elfen. Da waren wir kurz im Überlegen, ob wir uns durchgrinden wollen oder nicht. Das müsste inzwischen sehr gut gehen. Weil wir haben seitdem 3 Stufen gemacht, haben jetzt Implosionen, was ja noch mehr Schaden macht. Ja, ist eine gute Alternative. Und da könnten wir auf jeden Fall noch Gold machen, um die Stufenaufstiege zu bezahlen und vielleicht ein, zwei Zaubersprüche zu kaufen. Okay. Aber erstmal hier gucken. Aha. William C. Tux. Die Tür ist nicht verschlossen und unbewacht. Das Eisen des Türknaufs ist rostig und in einer Ecke des Türrahmens hängt ein kleines Hornissennest. Interessante Details. Oh. Was finden wir hier wohl? Wir finden Wachen. Sehr viel Gold und Plattenpanzer. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? 2500 Gold. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes ja, Ding? Ja, doch. Sehr gute Idee, hierher zu kommen. Jetzt sollten wir links erstmal Waffen. So. Das Gröbste erstmal. Licht wäre noch ganz wichtig. So. Und wenn das jetzt wirklich alles nur Wachen sind, dann haben wir eine richtig gute Möglichkeit, erstmal hier durchzukommen. Weil wir haben gerade gesehen, Wachen schaffen wir einigermaßen. Und auch an Gold zu kommen. Weil pro Wache 500 Goldmünzen, das läppert sich sehr Ratten. Und mit doch veräppeln. Oh. Der Herr der Burg persönlich.